F9. Hm? Danke, habe ich schon gedrückt. Hallo, herzlich willkommen. Wieder beim nächsten Part Euro Truck Simulator 2 im Multiplayer mit Sascha. Moin. Der irgendwo ganz da vorne fährt. Mit 85, 84 vor sich her duckert, genau. Ja, das mit dem F9 ist folgendermaßen zu erklären. Normalerweise starte ich mein Bandicam mit F11. Habe aber festgestellt, dass das im Euro Truck Simulator komische Komplikationen gab. Jedes Mal, wenn ich das Videoprogramm gestartet habe, ich keine Einblendung mehr. Deswegen habe ich die Taste umgelegt auf F9 und vergesse das immer wieder. Muss jetzt immer erstmal auf den zweiten Monitor gucken, welche Taste denn nun das Aufnahmeprogramm startet. Deswegen sagte Sascha eben nochmal F9 am Anfang. Der weiß das besser als ich. Gewohnungssache, ne? Gewohnungssache? Gewöhnungssache? Ich kann mir schon vorstellen, was du meintest. Hat er dich überholt, der Idiot, oder was? Ja, ja. Was? Aber normal, ganz normal. Na gut, vielleicht habe ich mir das auch ein bisschen eingebildet. Trotzdem hätte er aber gerne nach links ziehen können, wenn er sieht, dass ich blinke. Geradeaus, Micha. Ne, ich sehe nicht. Ja, wir sind immer noch auf dem Weg, also ich nach Paris. Bei mir geht's nach Brüssel. Haben wir noch ein paar Kilometerchen vor uns. Also bei mir sind es noch 1050. Jo, bei mir ist 790. Micha muss natürlich wieder die weiteste Fuhre aussuchen. Ja, du hast gesagt Paris und ich hab's genommen halt. Ach, hab ich gesagt. Ja. Wo bleibst du? Ja, ich frage mich jetzt gerade, was Ringi hier vorhat. Der zieht schon wieder bedächtig nah auf meine und auf deine und auf unsere. Er leckt sich hier mal wieder gerade durch die Gegend. Was machst du? Ja. Wie gehen wir rechts weg? Der will rüber. Boah. Oh Mann, ey. Da jetzt. Das war genau so einer, der nicht weiß, wie viel Abstand man halten muss. Ja gut, das ist aber manchmal auch, das will ich den Leuten teilweise gar nicht mehr anlassen. Das ist echt nicht doll. Also du denkst echt, da ist genug Platz, wenn du in den Spiegel guckst und dann... Na klar, langsam könnte man das wissen, wenn man mal öfter spielt, aber ist halt auch unheimlich schwierig abzuschätzen. Jetzt ist der da natürlich unterwegs, sieht, ich muss da runter, guckt vielleicht sogar noch, ob du wirklich nicht im Weg bist und zieht dann halt rüber, weißt du? Jo, das ist so. Das ist für mich das, ja, ist für mich das Schlimmste am ETS 2 Multiplayer, also das, ja, so gibt es die meisten Missverständnisse immer, also das sollte zuerst mal gefixt sein. Wenn es irgendwie machbar ist, ich weiß ja nicht, aber... Ja, oder man müsste das wie real machen, dass man dann wie gesagt mit Lichthupe arbeitet, aber das weiß ja kaum einer, das wird wohl auch kaum einer machen. Also wenn mich einer überholt und ich blink den an, wird der sicherlich nicht verstehen, was ich meine. Ja, sollte aber eher aber eigentlich, wobei es auch relativ schwierig zu erkennen ist, wenn jemand Lichthupe nimmt. Ja, das stimmt. Am Tag sowieso. Ja. Was steht er jetzt hier rum? Die? Hier stehen ein paar rechts auf dem Panzerstreifen. Oh, Alter. Wie schnell fahren wir? 85. Okay. Ich fahre 80. Kommen die immer schon wieder bedächtig nahe. Wie, du kommst mir nahe? Ja, ich komme immer näher irgendwie. Zuckelt auch so ein bisschen hin und her. 50 Meter hast du. Ja, aber ich hänge dir fast quasi. Hä? Gehen wir wieder geradeaus. Scheint auch viel los zu sein. Das ist nämlich gerade echt leckig. Ja, Berlin wahrscheinlich, ja. Vor mir alleine sind schon etwa 6-7 LKWs. Ja. Teilweise auch schon wieder 150er Ping, Alter. Ja klar, hier steht einer rechts im Gras. Wenn du dann hochkommst, Vorsicht, ich glaube der fährt gerade raus.
Mann, ey, was ist denn hier los, ey? Unglaublich. Jo. Dankeschön, Kollege. Pass auf. Ich glaube, nachher geht es hier rechts weg auf die 2 nach Magdeburg. Nö, nee, ich sehe niemand. Der ist mitten in dir drin. Ein Tanker oder was? Ja. Ich sehe den weit hinten, ja. Der ist mitten in dir drin gewesen eben schon. Nee, der ist. Nur wahrscheinlich leckt hier wirklich wie die Sau. Wow! Der eine steckt jetzt im Boden da, lol. Das solltest du sehen, wenn du jetzt zum Fahren kommst. Steckt im Boden drin. Ist einfach gesunken, kein zweiter LKW dabei, nix. Ja, kein Wunder mit dem 300er Ping, Alter. Hast du ihn gesehen? Ja, ich fahr gerade noch vorbei. Oh! Super. Was? Du hast nur gerade einen LKW von der Gegenfahrbahn rübergeflogen auf der Seite und ich bin mitten rein. Boah. Wollen Sie noch fahren? Jojo. Bist du hier vorne an die Tankstelle? 12% LKW, 2% Schaden. Auflieger. Alter, was ist die? Das ist diese Fahrweise von. Oh, ich rege mich nicht auf. Ich rege mich nicht auf. Das bringt ja nichts. Kann man so ein Spiel nicht ab 18 machen oder ab 30? Ja, ist doch so. Das sind doch in der Regel alles. Nein, nicht. Also ich bin wieder auf dem Weg. Ich weiß jetzt nicht, wie weit du weg bist. Ja, ich mach langsam. Ich bin auf der Tankstelle, aber ich fahre jetzt gerade wieder. Ich seh dich schon mehr auf der Liste. Ich fahre jetzt gerade wieder zur Tankstelle raus, so ganz langsam. Ja, ist okay. Ich habe jetzt das Tankstellenschild 500 Meter. Knall hier gerade mit 92. Ja. Jetzt habe ich dich ja wieder auf der Liste. Kurzzeitig. Kurzzeitig, ja. Ich fahre nur 60 Grad. Ja, ich bin hinter dir, kannst du wieder. Wie, du bist hinter mir. Ich bin hinter dir. Bei mir steht 380 Meter und ich sehe dich nirgends. Also ich fahre jetzt mal links an dir vorbei. Ja, nee, ist klar. Ja, ich fahre jetzt in diesem Moment an dir vorbei und habe eine Motorfehlfunktion. Nee, im Leben. Sascha. Wenn ich es dir sage. Jetzt ohne Spaß. Ja. Und wie viel hast du da Abstand? 320 Meter steht doch da. Also bei mir steht. Ja. Jetzt 400 fast. Ja, ich war eben neben dir. Ich hatte, wie gesagt, jetzt plötzlich eine Motorfree-Funktion. Du wirst es im Video sehen. Ja, dann leckst du wahrscheinlich so wirklich. Ja. Ich fahre jetzt mal weiter meine 85. Ja. Mal schauen, ob sich das ein bisschen einpendelt. Dann müssen wir gucken, ob wir dann irgendwo eine Stadt finden, weil ich kann jetzt hier nicht 1000 Kilometer rund mit einer Motor-4-Funktion fahren. Ja, Magdeburg kommt jetzt gerade. Da war ich zum Beispiel noch nie. Können wir sonst da mal schnell runtergehen, wenn du willst? Ja, wenn es jetzt noch 100, 200 Kilometer wäre, aber 1000, wenn ihr den LKW laufend ausgeht, das... Ja, gehen wir hier runter. Wie gesagt, guckst du dir im Video an? Ja, natürlich. Also ich war echt neben dir. Das gibt's ja nicht. Das ist so schlimm, hatte ich das jetzt noch nie gesehen. So, Magdeburg raus.
Gut, also wenn es natürlich so leckt, dann wird es schon schwierig. Auch für die anderen Leute und so. Also das habe ich jetzt so echt noch nie gehört. 300-400 Meter Abstand und du bist neben mir. Also ja, das ist schon allerhand. Ja, wie gesagt, kein Witz, das ist tatsächlich so. Also es sei denn, es hat noch jemand die Lackierung, heißt zufällig auch Iceflyer und hat den gleichen Auflieger drauf. Ich glaube dir das schon, aber sehr kurios. Na gut, ist wahrscheinlich gerade wieder Server voll, ne? Ja, die richtige Uhrzeit. Irgendwie keine vernünftige Internetleitung, sowieso nicht. Also ich meine, ich habe im Moment auch einen Ping jetzt gerade wieder von 30, eben von 56, jetzt haben wir gerade den gleichen Ping. Ja. Die andere Ampel ist rot. Nur so zur Info. Ja! Also. Schöne Frisur hast du. Was hab ich? Eine schlechte Figur? Schöne Frisur. Also. Wird sie vielleicht mal wieder grün? Hallo? Ja, weiß ich auch nicht. Dum-di-dum-dum-dum. Hier los. Hä? Ja, nee, wa? Du hast die Ampel bestimmt manipuliert. Ja, aber das gibt's doch nicht. Noch da? Ja, ja. Aber die Ampel glaube ich nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Gucken, was er da drüben macht. Jo, Vorsicht, dann einfach mal durch. Okay, jetzt ist mir das aber auch egal. Was kam Feuer? Hat auch gerade 350 Euro gekostet. Bei mir nicht. Typisch. Jo. Das eben. Was war was? Ja, die komische Ampel da. Die ganze Zeit rot. Gucken, dass es besser wird. Ja. Ja, ich glaube besser, wenn wir nachher Feierabend machen. Ne? Ja. Ich fahre jetzt noch eben zur Werkstatt und repariere das, weil irgendwie scheinen die wohl dann insgesamt sehr große Synchro-Probleme gerade zu haben. Sieht so aus, ja, wenn ich jetzt die Ampel schon wieder schaue hier. Ja. Wenn ich den Fahrer schon wieder sehe, ne? Dann ja. Oh! Vor Schreck! Sascha wieder rot. Go! Türke und Russe, kommt das gut. Ich glaube, ich habe auch noch irgendwie 4% von letztes 17.674 Euro! Habe ich die Liftachse die ganze Zeit oben? Weiß nicht. Abschluss nochmal schön nebeneinander hin hier. Nehmen wir mal die Parkplätze weg.
Bei mir war es nur 6.000 Euro. Kommst du rum oder soll ich noch vor? Nee, passt. Ja, mit diesem schönen Abschiedsbild sag ich wieder schönen Dank fürs Zuschauen. Schönen Dank, Sascha. Vielen Dank, Micha. Und ja, das werden wir in den nächsten Tagen, ich denke, spätestens am Wochenende sicherlich nochmal fortführen, oder? Jo, würde ich sagen. Hat so. Spaß gemacht. Und nochmal gucken, dass wir vielleicht nochmal LS irgendwas hinkriegen. Jo. Ja, und dann, wie gesagt, schönen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Welche Taste war's? F9.